schnell. Unglaublich. So. Ach, da ist das Unterwasser-Ding gebaut. Komm mal wieder nach Hause. Jetzt komm mal wieder runter. Guck mal. Ah, Dampfer kann man das benutzen. Wie geil. Das heißt aber nicht. Nice. Also wenn ich tiefer gehe, muss ich dann, habe ich dann zwar auch die Atemanzeige, aber trotzdem. Funktioniert es dann trotzdem? Also wenn du unter Wasser bist? Tiefe, ja. Achso, bis dass das halt wie real so Schilfrohr technisch drüber hängt, das ist ja cool. Nice. Will das einer haben? Nee, danke. Es bringt mir wahrscheinlich nicht viel, weil ich ins Meer muss, deswegen suche ich ja gerade nach der Möglichkeit, mir die Potions zu machen, um über Wasser, unter Wasser zu überleben. Komm her. Ich leih dir was. Kannst du mir gleich leihen? Ich muss trotzdem gucken, damit ich weiß, wie es hergestellt wird. Wie hieß das nochmal? Koralle, ne? Koralle. Warte mal, die waren da drüben, glaube ich. Da, so. Jetzt müssen wir gucken. Fireblumen, Wildmoon, Mushroom. Nee, Korallen haben wir nicht. Wo gibt's denn Korallen? Verdammte Axt nochmal. Ich schau gleich nach. Die Pixel aus dem Arsch raus hin. Korallen gibt's im Meer. Und mit was stelle ich her? Mit der Werkbank oder was? Nee, Alchemie, Tisch. Oh, ein wahrscheinlich. Reise. Na gut, dann leih mir das mal gerade. Das Schnorchelzeug. Dankeschön. Will ich aber wieder haben. Ja, ja, klar. Ist auch ein Schnorchel haben? Nee, den brauche ich nicht. Das ist dieses riesige Rohr, behalt mal. Hast ja sonst so ein kleines. Ich finde das nicht geiler. Warte mal, Mike, ich hab noch was für dich. Was? Ah! Ich will keine Bomben oder so. Ja, warte mal. Wolltest du die Flasche jetzt noch haben? Da. Du bist eh schon verstrahlt genug, also nimm auch einen Strahlentrank. Ausgezeichnet. Willst du jetzt noch den Dings haben? Was? Die Hüpfflasche mit 4% Schaden? Ich brauch sie nicht. Ich hab die Wolke in einem Ballon mit 4% Schaden. Ah, du hast eine Ballonwolke. Das heißt, du hast einen Ballon damals noch gefunden. Ja, roter Ballon plus sind macht dann diese Doppeljump-Höhersprung. Ich sag ja, der Mann hat alles gefunden. So, komm, Hubi. I'm waiting. Jetzt erstmal. Das hier einsammeln, so. Und mich wahrscheinlich noch umbringen. What the fuck? Und dann, warte mal kurz, Gravitation nochmal gucken. Da hast du einen Beiltränkel. Und los geht's. Und los geht's. Also mich schneller. Aber durch die Rüstung hat man erhöhte Bewegungstempo. Und zwar massiv. Also ich bin richtig schnell in der Luft. Gut, die Korruptor kommt gerade hinterher, aber ja. brennt unter mir, brennt! Alter, was ist das denn? Achso. Ich schmeiß eh diese Scheiße runter. Er hat doch gesagt, brennt! Echt geil! Bombardierung! Aber wir sind trotzdem schon weggelaufen. Ja, ich weiß. Ich fliege ja. Ich immer nicht. I believe I can fly! Whee! Ich setz mir die anderen komischen. Wenn wir zur Hölle kommen, müssen wir unbedingt noch ein bisschen Dämonit Höllensteinbarren abbauen. Weil? Dann baue ich hier auch einen Flamerang. Ah, okay. Flamerang! Nicht Bangerang, sondern Flamerang. Das was a Flamerang, every does. Will diese Flügel haben, es gibt da auch diese Flügel, dass man aussieht wie bei Gargoyles Quest auf dem Gameboy. Yep. Ist auch im Hartmut. Das sieht scheiße aus. Ich weiß nicht, ich finde das Item geil. Hatte den Schnorchel schon wieder an. Ach, haben wir noch irgendwo ein Kobaltschild? Ein Schild meine ich? Nee, bis jetzt nicht. Aber können wir herstellen. Wir müssten eigentlich noch welche haben. Wir können sie ja herstellen. Ich habe irgendwie viele in den Dungeon gefunden. Ich sag ja, wir haben hier eine Menge Schädel, aber. Okay, da war ich schon. Die Kiste habe ich schon aufgemacht, okay. Nee, auch ein normales Schild reicht ja schon. Das ist die nächste. Die habe ich auch schon aufgemacht, genau. Die im Übrigen aussieht wie so ein kleines Schiffchen. Na, mal gucken, ob das alles so stimmt mit den Abständen. Die hatte ich auch aufgemacht, genau.
Fuck. Da hat sie ihn zerrissen. Neben mir war ein Skelett. Das ist die ganze Zeit mit dir runtergefallen. Hier habe ich mal hochgebaut. Auch nicht schlecht. Quasi Hochtiefbau betrieben. Oh, sechs, nein, nein! Ach so, ich hab ja den. Mir kann ja nichts passieren. Ich bin der Qualle zum Opfer gefallen. Ich hab ganz vergessen, dass ich ja das Hufeisen hab. Puh. Oh, dieser Schock gerade. Ich dachte, ich sterbe. Wir graben nochmal woanders runter. Okay. Ja, da ist doch so ein Zwischending, wo keine Corruption ist. Jo, schauen wir uns das mal an. So, das mache ich jetzt endlich mal zu, das tut mir hier auf den Sack. Wer hat dieses Loch gebuddelt? War ja klar. Ja, da haben wir entschuldigen. Nein, muss nicht sein. Ich war ja nicht da, ich sehe ja nicht, wo ihr seid. Von daher ist es reine Vermutung. Folge dem Schnorchel. Ich suche weiterhin fliegende Inseln, aber ich finde keine mehr. So, hier ist ohne Corruption. Du hast nicht zufällig Holz dabei, oder? Holz. Das ist ein Holzkopf, musst du auf den Kopf klopfen, dann geht das schon. Nein. Okay, dann ist egal. Fällt der nächste da rein. Jo. Okay, jetzt bin ich im Meer oder am Meer. Gut, alles klar, dann gehen wir gleich mal schnorcheln. Schwupp. So, Schnorcheltime. Muss ich ausrüsten, ne? Irgendwie. Ja. Ist wie Stiefel und so ein Scheiß. Ja, dann wird's mit Stiefel ausgetauscht. Ach, du hast auch schon die Laufstiefel, ne? Ja, ja. Mit Flügelchen. Nee, ich mein Sirius. Achso. Ja, ja, ich hab die auch schon. Hast du auch schon upgraded auf die Fliegel? Nee, wie geht das? Du brauchst 5 Gold, glaube ich. Mhm. Gehst dann gleich zu dem Goblin, der bei uns in der Base ist. Kaufst dir da diese Raketenstiefel und gehst dann zur Tüftlerwerkstatt. Dann kannst du die zusammenpacken in Sprung Laufstiefel. Also Fluglaufstiefel. Ach, da hier sind die Korallen. Alles klar. Ganz, ganz viele. Das hier. Ah, okay. Toll, das ist schon das Ende des Meeres, what the hell? Voll das kleine Meer. Wir sind, glaube ich, wieder in Corruption. Ja, rechts von uns. Hattest du das Taucherset beim Hai gefunden oder der Kiste? Nee. Ich glaube beim Hai oder Qualle irgendwie sowas. Mhm. Ah, fuck. Scheiß Mimik. Ah, Mist. Ach so, man muss trotzdem ab und zu Luft holen. Man kann nur länger unter Wasser bleiben. Ja. Okay. Deswegen sag ich. Trotzdem angedacht. Angebracht. Naja, aber ist ganz gut. Hier unten kann ich auf jeden Fall ein bisschen farmen, beziehungsweise Korallen und so mitnehmen. Die brauchen wir für die Tränke dann. Wenn ich die nicht mehr aus dem Bildschirm rausschießen würde, die Viecher. Whee, Pink Jellyfish. Vielleicht doch noch. Ja, aber du kannst wenigstens nach oben schwimmen. Ja, ja. Und für jede Menge Leuchtstifte. Das ist auch gut. Das hat so ein bisschen was vom Reiseführer, oder? Ja. So laufen die hier auch immer rum. Halten hier irgendwas hoch, damit die anderen hinterherkommen. Ich mag den Schnorchel. Der ist zwar unglaublich albern, aber ich mag ihn. Vor allem, weil er so lang ist, oder? Whee. Ja, ja. Ich locke gar keine Haie an. Das ist komisch. Schön ein bisschen hinterher. Tue ich die ganze Zeit. Warte, hier ist eine Truhe irgendwo. Hä? Das war der Mimik eben. Also, Korallen haben wir jetzt mittlerweile. Was sind sie denn überhaupt gestackt? Wieso ich Korallen nicht? Ihr wolltet bleibt mit Mithril. Ja, gut, haben wir ja schon gemacht. Mithril! Ja, ich glaube aber, je mehr Karte du zerstörst, desto mehr kommt dann. Das ist gar keine. Das
ist keine schlechte Logik. Dann macht man ganz viele davon kaputt. Wir suchen jetzt ja normalerweise doof. Der lag halt eben gerade auf dem Weg. Ich habe ja leider den Knochen, haben wir nicht. Gut, wir haben hier... Ah, ein Hai. Komm her. Komm, Süßer. Alter. Komm hoch. Da war der Hai kaputt. So. Eine Haifischflosse auf jeden Fall schon mal wieder. Oh, ich soll mal nach oben. Da geht's dann die Luft gleich aus. So. Was macht eigentlich Schnorkel da so still? Am Bauen oder am Abbauen Material. Lebt denn die alte Knorkel noch? Jetzt geht Bob bei der Knorkel, macht jetzt Feierabend hier. Nacht. Er schwächelt, der Mann. Ui. Ah, zwei Haie. Knorki, was hast du eigentlich für eine Rüstung an? Schattenrüstung. Ah, okay. So. War die Krabbe hier noch platt? Na gut, ich würde sagen, dann porte ich mich auch erstmal wieder zurück. Habe jetzt das Zeug mitgebracht. Hubi, ich pack dir mal dein Schnorcheln, deine Häuslichkeiten. Jojo. So, wo der Schnorchel? Schwupp. Und dann lege ich mir meine Schüchen wieder an. So. Ja, ich würde sagen, so langsam aber sicher streichen wir die Segel. Mhm. Ist ja schon, was haben wir denn jetzt überhaupt? 11:15. Ja, passt doch, ist doch wunderbar. Mhm. Muss mal kurz gucken, hier nach den Linsen hier. Stacken. Ach, hier ist jede Menge Rotten Junk drin, sehe ich jetzt gerade. Ich hab dir damals die ganze Ladung gegeben, wahrscheinlich hast du irgendwo reingeräumt für späteren Gebrauch. Nee, die werden verarbeitet von mir in Leder. Aber das Leder brauche ich nämlich. Deswegen sagt der Mike jetzt ganz schön Danke, weil ich glaube, damit könnte es eventuell. Ah, ich brauche noch. Stimmt, ich brauche glaube ich noch Cloth dafür. Das heißt, ich muss noch kurz die Spinnenweben holen, die auch irgendwo rumstecken. Spinnenweben, da. Moment, war das. Nee, war das, war Obsidian. Wo ist das Cloth? Ah ja, da war es schon. Archäologenhosen, klick. Höschen. Und dann das Jäckchen, wo ist es? Ja, dann mit dem Hut noch dazu. Hupp. Wo habe ich denn die Jacke jetzt hingetan? Mann, die war doch mal hier. Hä? Okay, das ist strange. Hab ich die hier reingetan versehentlich? Nee. Och nö, jetzt habe ich die Hose irgendwie, die Jacke irgendwie verlegt oder was? Hab ich die versehentlich vernichtet? Nee. Ach, da ist sie doch. Nur blind gewesen. Ein halber Indiana Jones, mir fehlt nur der Hut. Das Wichtigste. Oh, ich bitte dich. Ja, den kriegt man aber bedauerlicherweise nichts gecraftet. Den musst du finden. Und die Chance ist sehr, sehr gering. Leider. Schade.
Das kannst du laut sagen. Dann könnte ich mich die Bundeslade looten. Nein, nein. Aber die Bundeslade, die macht bestimmt Spaß. Sell. Ach, hier ist noch Sharkfenster. Okay, nehmen wir mal mit. Irgendwie finden wir hier gar keinen. Mithril? Nö, irgendwie nicht. Auch kein Kobalt, nix. Allgemein ein bisschen rar gesät hier. Ich glaube, ich muss noch ein paar mehr Altäre zerstören. Glaube auch. So, was ist das hier? Leister. Mal weg. Okidoki, dann gut's Nächte.